Hörgestalten. Und ja, und die Takes waren geklebt, ne? Das waren Filmschleifen, die da im Projektor liefen. Und wenn man zu lange an einem Take gearbeitet hat, dann brannte so ein Take dann auch mal durch. Und dann? Musste neu geklebt werden. Hallo, das ist Gunnar Helm und damit willkommen bei den Hörgestalten. Ich bin Josef Ulbich und gemeinsam mit meinem Kollegen Elias Emken laden wir SchauspielerInnen, VokalistInnen und InterpretInnen ein, mit uns zu plaudern. Denn Schauspieler wie Gunnar begleiten uns mit ihrer Stimme durch den Alltag und erzählen uns die großen und kleinen Geschichten, egal ob nun im Hörbuch, Hörspiel oder eben synchron. Mit einigen dieser Stimmen sind wir sogar schon seit unserer Kindheit vertraut. Wir wollen in unseren Gesprächen herausfinden, was diese Menschen bewogen hat, das zu tun, was sie tun. Wie sie dahin gekommen sind, wer eigentlich hinter diesen Stimmen steckt und was seine oder ihre Geschichte ist. Gunnar Helm ist Schauspieler und Synchronsprecher und Japan-Liebhaber. Doch dazu gleich mehr. Vor allem seine Tochter Luise Helm wird dir schon einmal begegnet sein. Gunnar leitet auch sein eigenes kleines Theater, das Theater Helm, und ist hin und wieder Dozent für Schauspiel. Dieses Gespräch haben wir noch weit vor Corona-Zeiten aufgenommen und ist wirklich ein ganz besonderes. Sehr ruhig und nachdenklich, ein Hauch melancholisch und wieder einmal sehr offen, ehrlich und ganzheitlich. Es ist eben wie seine, wie er selbst sagt, mecklenburgische Art. Wir reden über seinen Weg direkt nach der 10. Klasse an die Rostocker Schauspielschule, über Klarheit und Natürlichkeit im Schauspiel, über die Zeit als Berufspantomime und Parallelbeginn des Synchronarbeiten, über das besagte Theater Helm, über seine Erfahrungen der Nacht des Mauerfalls und eben viel über Japan. Und man merkt, wie wohl er sich bei diesem Thema fühlt, wie er regelrecht aufblüht. Also sprechen wir über Sake, über die Kampfkunst Jaido, die er seit Jahrzehnten ausübt, über seine erschwerten Recherchen in der DDR über dieses Land, über seine erste Japan-Reise und darüber, wie ein Bildband diese ganze Leidenschaft überhaupt ausgelöst hat. Also, lehn dich zurück für dieses entschleunigende Gespräch mit Gunnar Helm. Viel Spaß. Das ist schön. Schön, gut, dass du da bist. Ja. Oh. Ich freue mich gleich auf das Getränk, aber das Erste ist, du kommst gerade von der Schauspielschule. Ja. Als Dozent. Ja, ich bin da Honorardozent oder Gastdozent, also schon seit vielen, vielen Jahren arbeite ich immer so, also nicht ständig, aber immer mal wieder mache ich dort Szenenstudium, das heißt mit den Studenten Arbeit an der Szene. Das ist so ein bisschen so ein Zwischending zwischen Regie führen und unterrichten. Also eigene Erfahrungen weitergeben. Und das ist sehr schön, aber da, also wie lange hast du denn heute da gemacht? 4 Stunden. Ja, das reicht da, glaube ich, auch. Ich habe auch jetzt gerade nur eine kurze Pause gehabt, ein bisschen aufgebaut und habe dieses Getränk, das hat ja eine lange Reise hinter sich. Oh ja. Du hast gesagt, du kannst gleich sagen, was du, oder sagst sofort, was du dir gewünscht hast. Ja, ich habe mir einen Sake gewünscht, und zwar ein, ja, ich muss jetzt, habe ich den Namen mal schon vergessen, ist ein Sake, der zu der warmen Jahreszeit passt. Also die meisten Leute kennen Sake eigentlich nur warm, ja. Oft leider sogar heiß getrunken, was natürlich völlig falsch ist, weil dann merkt man gar nicht mehr, was man trinkt. Also okay. Mehr als 60 Grad sollte Sake niemals haben. Okay. Nee, aber es gibt eben auch Sake, den man richtig gut gekühlt trinken sollte. Mhm. Dazu gehört der. Und es gibt auch Sake, den man bei Zimmertemperatur trinkt. Okay. Das ist völlig unterschiedlich. Also die Brauer haben sich da jeweils was bei gedacht. Das Besondere an dem ist, der ist also ein leichter Sommersake. Also ja, für die Jahreszeit passend. Hat wenig Alkohol. Mhm. Und du siehst das hier, da hat sich was abgesetzt. Ne? Ja. Da ist eine weiße Schicht. Ich habe extra nichts geschüttelt, weil ich auch nicht wusste, ob man es macht. Genau. Das ist gut, dass du es nicht gemacht hast, weil man sollte das schon noch sehen. Das ist der Reis. Ah. Also Sake wird aus Reis gebraut. Mhm. Und je nach Qualität wird der Reis vorher poliert, dass nur noch der Kern übrig bleibt, was den reiner macht. Und dieser Reis hat dieser Sake hat den Reisstaub praktisch mit drin. Okay. Dadurch hat er hier so eine Trübung. Und vorm Ausschenken schüttelt man das tatsächlich. Ja, okay. Sehr gut. Und dann wird das wie eine wässrige Milch so.
Okay, ich trinke zum ersten Mal Sake übrigens. Ah. Zum allerersten Mal. Und dann fing es ja auch schon an. Welche Gläser? Ich habe drei Größen. Das ist gut. Ja. Sonst ich hätte auch echte dabei, wenn dir das lieber ist. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Wenn du diese dabei hast, auf jeden Fall. Aus. In der Zeit erzähle ich, dass dieses Getränk eine kleine Reise hinter sich hat. Ich habe das bestellt und dann hatten wir unseren ersten Termin und dann habe ich schon gesagt, ich glaube, wir sollten ihn lieber verschieben, weil ich die Befürchtung habe, dass das Getränk nicht ankommt. Und es war auch so, das wurde zu unserer anderen Stelle geschickt und da haben sie es aber nicht gefunden so richtig. Und dann habe ich einen lieben Brief von denen bekommen. Und, das sieht auf jeden Fall ganz anders aus. Es hat etwas von einem Cognac-Glas. Wie waren das denn ja, nochmal? Oder ganz gut. Erinnert vielleicht auch an so ein Nosing-Glas in einer Whisky-Distillerie, weil guten Whisky trinkt man ja auch nicht aus diesem offenen Whisky-Glas, sondern genau. Das... Und es hat einen Kreis... Der hat auch eine Bewandtnis, dieser Kreis. Also... Ja. Die schließen sich nach oben ein bisschen, um das Aroma im Glas zu halten. Ne? Ja. Und dieser Kreis, da kann man dann die Durchsichtigkeit besser einschätzen. Alles klar. Also das wirst du jetzt merken, wenn ich jetzt diesen milchigen Sake da reinziehe, dann wird der Kreis verschwinden. Und das ist dann gut. Ah ja, alles klar. So. Es sieht tatsächlich aus wie Milch. Ich denke mal, du wirst den Reis riechen. Mhm. Das ist eben das, was mich so an Japan erinnert und was mich immer... Ach, herrlich. Stehst man damit an, ja? Ja, können wir machen. Kanpai, sagen die Japaner. Kanpai? Mhm. Mhm. Ah ja, das ist ja abgefahren. Das ist tatsächlich sommerlich. Finde gut. Aber ich habe gar keinen vergleichbaren Geschmack. Oder? Ja, ich weiß nicht, an was es dich erinnert. Es erinnert mich irgendwie an Zitrone, tatsächlich. Warum auch immer. Es hat irgendwas Zitroniges. Aber sonst kann ich das gar nicht vergleichen. Ja, sehr lecker. Cool, auch mal Sake hier. Japan, da hast du eh schon gesagt im Vorfeld. Also sowieso muss man sagen, in unserem kurzen Vorgespräch hast du gesagt, na, ich weiß nicht so viel über Sake. Alles, was du jetzt schon gesagt hast, ist schon sehr viel mehr, als ich noch irgendwie erahnen kann. Ja. Japan begleitet dich. Japan begleitet mich schon seit sehr vielen Jahren, seit ich 19 bin. Mhm. Also ich habe sehr früh angefangen, meine Ausbildung als Schauspieler. Also gleich nach der 10. Klasse habe ich angefangen zu studieren. Und also in der 10. Klasse ist man 16, 17. Genau. Ja. Mhm. So. 3 Jahre Studium und dann 19, 20 so an der Schwelle. Okay. Mhm. Da war ich in meinem ersten Engagement und ich bin Mecklenburger. Mecklenburger sind ja normalerweise nicht sehr plauderhaft und nicht sehr wortgewaltig, sondern eher schweigsam und zurückhaltend. Dementsprechend war ich auch nie ein Partylöwe. Mhm. Und bei einer meiner ersten Premierenfeiern da in meinem ersten Engagement, ich war trotzdem dabei, aber irgendwie nicht so mittendrin bei der Party. Die offizielle Party war zu Ende und ein Bühnentechniker sagte, wir können bei mir weitermachen. Dann sind alle, also fast alle noch in seine Wohnung gezogen und haben da weitergefeiert. Und ich habe mich in eine Ecke zurückgezogen, wo das Bücherregal stand und habe dann so einen großen Bildband rausgefischt. Und da war zufällig ein Bildband über japanische angewandte Kunst, quer durch die Jahrhunderte. Und auf einmal fiel es mir so wie Schuppen von den Augen, dass es da eine Gemeinsamkeit gab, egal welche Kunstrichtung oder welche Zeit, alles war unglaublich klar und einfach, mit wenigen Mitteln, hatte eine auf mich eine unglaubliche emotionale Wirkung. Und da habe ich gedacht, damit musst du dich mal befassen, wie kommt das, dass in einem Land das so zum Nonplusultra gemacht wird, also diese Einfachheit, diese Klarheit, diese Reduktion auf das Wesentliche. Weil das war eins der wesentlichen Dinge, die ich aus meiner Ausbildung mitgenommen hatte. Also Kunst besteht im Weglassen und
zeigt nicht alles. Der Zuschauer muss da auch noch was für sich entdecken. Und, ja. So, ne? Und da gibt es eben Tuschzeichnungen, das ist ein Pinselstrich und das ist eine Welt, also zum Beispiel ein Porträt, was eine Biografie hat, wirklich mit einem Pinselstrich, das ist unglaublich. Ja, und da habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren und habe wirklich angefangen zu forschen, wie kommt das, dass in einem Land das so, ob das Architektur ist, ob das Töpferei ist, ob das Malerei ist, überall diese Schönheit durch Klarheit, durch Einfachheit. Für mich ist es dumm gefragt, aber Mecklenburg heißt dann DDR. Ja. Da war es einfach, an japanische Sachen zu kommen? Nee, das war überhaupt nicht einfach. Das war sogar sehr schwer, weil also die offizielle Lesart war japanische Kultur, alles was mit so Richtung Zen-Buddhismus geht und so, ja. Ist militaristisch geprägte Kultur. Also, was gipfelt in Kamikaze, wie man auf Deutsch sagt, Kamikaze heißt das eigentlich. Kamikaze, das heißt der heilige Wind. Ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber dieser Name kommt, hat seinen Ursprung darin, dass Japan sollte in seiner Geschichte zweimal von Korea ausgelöscht werden. Die haben eine riesen Flotte geschickt, um Japan zu annektieren. Und die Flotte ist einfach von einem Taifun vernichtet worden. Die Japaner mussten keinen Finger rühren, die Flotte ist einfach untergegangen. Das war eigentlich der Ursprung von diesem Kamikaze, also der heilige Wind. Und diesen Namen haben sich dann diese Kamikaze-Flieger gegeben. Ja, jedenfalls war das die Lesart der Offiziellen in der DDR, dass die japanische Kultur und Religion, wenn man es denn so nennen will, darin gipfelt in diesen Kadavergehorsam, also Menschen zu Werkzeugen macht und so. Es war deshalb, waren diese Bücher unter Verschluss. Es gab eine sehr interessante Bibliothek in Leipzig, die Deutsche Bücherei hieß sie, glaube ich, die den Ehrgeiz hatte, jedes Buch, was in deutscher Sprache erschienen ist, wenigstens einmal zu haben. Gibt es die nicht immer noch, die Deutsche Nationalbibliothek oder so? DNB oder so? Heißt die Deutsche Nationalbibliothek? Das vielleicht heißt sie mittlerweile vielleicht so, aber ja. Inzwischen, das kann gut sein. Das kann gut sein, denn National war ja auch nicht so beliebt. Ja, genau. Ja. Und da konnte man zwar nicht ausleihen, aber im Lesesaal lesen. Aber solche Sachen, die waren im Giftschrank, sagte man. Und man brauchte einen Forschungsauftrag oder sowas. Und ich hatte einen sehr netten Intendanten, der hat gesagt, ja, schreibe ich dir. Hat mir dann ausgestellt, dass ich zur Vorbereitung auf eine Inszenierung mich damit auseinandersetzen soll. Und dann war ich immer, wenn ich Zeit hatte, bin ich nach Leipzig gefahren, habe mich dort in die Bibliothek gesetzt, in den Lesesaal. Und Kopieren ging ja nur von Hand. Ne? Also Kopierer gab es nicht. Ja. Und dann habe ich Büchlein voll geschrieben. Das hast du abgeschrieben. Mit dem, was ich da gelesen habe, was für mich interessant war. Boah, also ja. Wie viele Bücher hast du geschrieben über die Zeit? Nee, also ich hab immer noch zu Hause zwei solche dicken Bücher. Notizbücher halt. Ne? Ja. Und ich habe natürlich alles, was es denn mal so gab über Japan, habe ich versucht, alles zu sammeln, zu verschlingen und habe mir dann so ein Bild gebildet. Und ich habe immer gewusst oder war fest davon überzeugt, irgendwann fahre ich da mal hin oder fliege da hin oder wie auch immer. Obwohl zu DDR-Zeiten da überhaupt nicht dran zu denken war. Ja, okay. Ja, und weißt du eigentlich, woher der Bühnentechniker dann so ein Buch hatte? Gute Frage. Nee, weiß ich nicht. Okay.
Weil das ist ja interessant, dass eigentlich etwas, was durchaus als verboten oder zumindest nicht präsent war, auf einmal ja, gut, dann doch da ist. Ja, angewandte Kunst ist dann nun nicht so verdächtig. Da ging es ja um nichts anderes als ein Bildband mit, es kann sogar sein, dass das aus irgendwelchen Sammlungen waren. Dann in den Museen gab es ja auch Dinge. Ne? Ja. Also zum Beispiel in Leipzig im Grassi-Museum gab es eine sehr umfangreiche Sammlung von Schwertteilen zum Beispiel. Mhm. Die auch kaum öffentlich gezeigt wurde. Mhm. Ich kannte aber einen, der da gearbeitet hat. Und also so hatte man dann seine Quellen. Und, ja, okay. Bevor wir jetzt mit dir wahrscheinlich dann irgendwann nach Japan fliegen werden, was wird es dir wohl passieren? Das heißt, du bist in Mecklenburg geboren. Mhm. Hast du Geschwister? Mhm. Zwei. Ich habe einen älteren Bruder, 4 Jahre älter, und eine Schwester, 2 Jahre älter. Okay, du bist der Kleinste. Ja. Das war ja die beste Position. Zuweilen, ja. Nicht immer. Ich bin ja auch der 3. von 4. Das hat schon Vorzüge. Mhm. Und du wusstest schon so zeitig, dass du Schauspieler werden möchtest? Ja. Das heißt, eigentlich stimmt das nicht ganz. Also ich habe mich sehr früh mit Sprache befasst. Ich habe war als Kind schon in einem Rezitationszirkel, also Gedichtinterpretation, Gedichtaufsagen, wie man in der Schule sagte. Und diesen Zirkel leiteten 2 Schauspielerinnen vom Theater, vom Volkstheater Rostock. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt, nämlich wie man so Lyrik, also hochgestochene Sprache, behandeln kann, als wäre es Alltagssprache. Ich war immer fasziniert davon, wie schnell die entsprechende Worte gefunden haben, die man im Alltag benutzen würde, die eigentlich das Gleiche ausdrücken. Und ja, und dann habe ich an Wettbewerben teilgenommen. Es gab damals Fest der jungen Talente, dann nannte sich das im Osten, das ist sowas Ähnliches wie, wie heißt das jetzt? Sowas gibt es doch immer noch, sowas Ähnliches. Fällt mir jetzt der Begriff gar nicht ein. Einfach so Lesewettbewerbe oder was? Oder? Ja, aber auch für uns instrumentale Sachen und so. Also, ne? Also ja. So, wo man in der Schule anfängt und die Besten aus der Schule gehen dann zum Kreisausscheid oder so und so weiter. Das geht so von Jugend trainiert für Olympia oder so ein Kram, ja, wo man es für Sport macht. Ja, aber das gibt es eben auch für künstlerische Sachen. So. Und das habe ich wirklich jahrelang gemacht und bin auch ziemlich weit gekommen, habe dann auch mal eine Goldmedaille im Republikmaßstab gewonnen und so. Und ich war mit meinen Eltern viel im Theater. Also meine Eltern hatten Theateranrecht und haben mich auch immer mitgenommen. Ich weiß noch genau, eine Inszenierung, da wollte ich am liebsten mitmachen und ich wusste genau, welche Rolle ich spielen will. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, ich will Schauspieler sein. Und zwar habe ich den Sommernachtstraum gesehen und wollte unbedingt den Puck spielen. Das war sehr prägend, also daran erinnere ich mich noch sehr gut. Wie alt warst du da? Weißt du das noch, wie alt du warst? Nee, das weiß ich nicht mehr, wie alt ich war. Ja, das ist ja schon ein sehr, sehr großer Moment, ne? So da zu sitzen und dann zu wissen, der da möchte ich sein. Ja. Nee, ich weiß es wirklich nicht mehr. Also ich schätze mal so 12. Ja, okay, das finde ich schon sehr zeitig. Und hast du das dann auch gleich kommuniziert, gleich gesagt oder erstmal geschaut? Ja, doch. Und meine Mutter war eigentlich auch nicht so sehr dagegen. Was hört man ja oft, dass die Eltern sehr dagegen sind. War bei uns nicht so. Eher die entferntere Verwandtschaft, so Oma und Tanten, die fanden das ein bisschen merkwürdig. Aber nicht so, dass mir da jetzt große Steine in den Weg gelegt worden wären. Gar nicht. Meine Mutter hatte selbst so am Theater so im Chor mitgesungen, so Extrachor oder so, ne? Nebenbei, sie hat als Musiklehrerin gearbeitet, also war schon eine musische Erziehung, die ich genossen habe. Ja. Was war deine Frage?
war ungefähr der Wunsch, weil wie du da hingekommen bist. Das finde ich ja schon mal interessant. Hast du vielleicht noch ein Wasser? Ich habe auch noch ein Wasser da. Bist du still oder? Ja, still. Stillst. Und soll das kalt sein? Ja. Dann gucke ich mal, ob ich das von habe. Dann kannst du jetzt irgendwas erzählen. Nee, ich erzähle nicht ohne dich. Und deswegen springen wir kurz. Willst du das damit aufgießen? Oder nein, willst du, oh Gott, nein. Ich wollte gerade sagen, sowas riecht auch schon nach Frevel. Das ist so fast mit allen Sachen. Okay, danke. So. Nein, ich habe das auch so vor dem Kopf gehabt, ob irgendwie Eltern was dagegen haben oder so. Mhm. Oder, aber das ist ja bei dir dann nicht der Fall. Aber deine Geschwister, deine anderen wären das ja auch nicht in diese Richtung gegangen. Nein. Nein, also meine Schwester hat Kindergärtnerin gelernt. Mhm. Und für sie war das nicht einfach, irgendwie einen Berufswunsch zu finden. Ich weiß, dass es da ziemlich Stress gab zu Hause, weil sie sich für nichts entscheiden konnte. Mhm. Und mein Bruder war schon immer so ein Tüftler. Der hat schon, der hat immer im Keller gesessen und irgendwas zusammengelötet oder so. hat dann eine Feinmechanik-Ausbildung gemacht und Steuermess- und Regeltechnik. Mhm. Hat inzwischen einen eigenen kleinen Betrieb. Ah ja. Mhm. Okay, drei sehr unterschiedliche Wege auf jeden Fall. Ja. Und dann hast du deine Schule fertig gemacht und dann sofort eine Schauspielschule? Ja, das war ganz witzig. Also bei diesem Fest der jungen Talente, da habe ich mich mit einem unterhalten aus der Jury. Und der, im Theaterjugendclub war ich auch. Und, ja. Und daher kannte ich den, weil der hatte damals studiert in Rostock an der Schauspielschule. Ja. Und die Studenten haben also mit dem Theaterjugendclub ziemlich zusammengearbeitet. Und dann kriegte ich mit, dass der inzwischen Regisseur war, nicht mehr Schauspieler. Und das war eigentlich auch mein Berufswunsch. Mhm. Und deswegen bin ich aufs Gymnasium gegangen. Neunte, zehnte Klasse. Ja, nach der achten, glaube ich, wechselte man von der Polytechnischen Oberschule in die erweiterte Oberschule. Ja. Und da gab es diese zwei Vorbereitungsklassen, wo es schon doppeltes Pensum gab in Schwerpunktfächern. Okay. Mhm. Und da war ich. Und und dann erzählte der mir, ja, wenn du Regisseur werden willst, Regiestudium gab es damals noch nicht. Also man hätte, ja, okay. Der Weg wäre gewesen über ein Dramaturgiestudium oder Theaterwissenschaftsstudium. Also ziemlich trockenes Zeugs. Und dann sagt er, der viel bessere Weg ist doch der Weg über den Schauspieler. Du machst eine Schauspielausbildung und dann machst du Regie. Mhm. Da habe ich gedacht, das ist eine coole Idee. Und wie gesagt, ich war auch schon auf der erweiterten Oberschule und was darauf angelegt war, 12 Jahre Schule. Und ich war in der 10. Klasse. Und dann habe ich gedacht, okay, dann bewirbst du dich einfach mal an der Schauspielschule. Mhm. Ja, dann habe ich mich da vorbereitet, mit Hilfe einer dieser Schauspielerinnen, die da diesen Zirkel geleitet haben. Und ich habe vorgespielt, meine Mutter war dabei, was mir sehr peinlich war. Bestes Alter, was man die Eltern mitnimmt. Ja, sie ließ sich nicht davon ab. Ja. Und normalerweise hast du ja dann ein eigenes Test und dann kriegst du noch ein paar Aufgaben gestellt und wirst wieder eingeladen, wenn du Glück hast, zur Aufnahmeprüfung. Ich war praktisch bei diesem Eignungstest und dann die Direktorin fragte mich dann, wann wollen Sie denn hier anfangen? Ich dachte, naja, so schnell es geht. Da sagt die dann, gut, dann sehen wir uns im September. Dann rattete das bei mir dann, da muss ich gar nicht 12 Jahre zu spielen. Das war so irre. Und dann habe ich dann so die letzte Hälfte der 10. Klasse in dem Bewusstsein zu Ende gebracht, ich habe mein Studium in der Tasche. Und das war toll. Da war der Stress mächtig raus. Und dann habe ich direkt nach der 10. Klasse angefangen zu studieren. Schön. Waren denn die Schauspielschulen etwas befreiter von
politischen Einflussnahmen? Nein, ja, etwas. Ja, natürlich waren Künstler Freidenker und das war auch in der Ausbildung schon ein bisschen zu merken. Also es wurde nicht ganz so ernst genommen. Mhm. Allerdings war auch klar, die Leiterin der Schule war natürlich in der Partei und ja, war nicht nur in der Partei, sondern enger eingebunden in das System. Okay. Trotzdem war sie sehr, sehr menschlich, sehr zugewandt. Und wir hatten Schwerpunktfächer politische Ökonomie des Sozialismus. Das weiß ich bis heute nicht, warum das Teil der Schauspielausbildung sein soll. Doch. Das und Russisch. Keiner hat das ernst genommen, aber okay. Es musste. Man brauchte zumindest im ersten Studienjahr musste man Russisch lernen und dann auch eine Zensur kriegen. Die meisten hätten also eine glatte 5 verdient und haben dann trotzdem eine 3 gekriegt. Ja, klar. Das wäre auch gut aussehen. Okay. Das gilt auch für meine Eltern. Auch das Russisch, dieses, das, was man irgendwie lernen musste. Und man kann jetzt noch Danke sagen und der Rest ist eh vergessen irgendwie mit den Sachen. Ja. Aber das heißt, es ist ja eine staatliche Schule, Rostock. Das heißt, ganz klassische Zeug wie Fechten. Ja. Reiten auch wahrscheinlich. Reiten hatten wir nicht mehr. Okay. Das gab es mal an der Schule. Und dann haben sich aber die vom Reitstall haben sich beschwert, dass die Studenten das nicht ernst genug nehmen würden. Und dann wurde das gecancelt. Also ich glaube, das Studienjahr über mir hat sich da ein bisschen daneben benommen. Aber wir hatten sehr tollen Akrobatikunterricht ich glaube, beim Trainer von der Nationalmannschaft oder so. Also gab es eine große Akrobatikhalle in Rostock. Das haben wir also nicht in der Schauspielschule gemacht, sondern sind immer richtig in die Turnhalle gefahren, haben da tolle Ausbildung gehabt. Ballettausbildung, Bewegungsunterricht, Pantomime. Künstlerisches Wort, Gesang, Gitarre. Also war sehr komplex. Schon sehr umfangreich. Pantomime habe ich gesehen, das ist bei dir das besondere Kenntnis, das steht, das fand ich sehr witzig. Ja, ich war auch 3 Jahre Berufspantomime. Wirklich? Ja. Wo das? Am Deutschen Theater. Die hatten mal ein Pantomime-Ensemble. Die haben abendfüllende Stücke gemacht, richtig. Ja. Die haben Faust gemacht, die haben Blaubart als Pantomime gemacht. Und auch das Pantomime-Ensemble zum Teil in den Schauspielinszenierungen mit eingebunden. Wie, aber in welcher, also wie kommuniziert man da die Sachen, die kommuniziert werden müssen? Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Art. Also gab es auch da Übertitel oder irgendwie so ein Kram oder ist alles nur über das Spiel transportiert worden? Ja. Alles über das Spiel transportiert. Natürlich war das auch ein Grund, warum ich da wieder aufgehört habe. Aber ich hatte nicht nur den Anspruch, den Leuten das zu zeigen, was sie sowieso denken. Weil das war immer mein Problem, dass die bei der Pantomime, sie erkennen das wieder, was sie schon kennen. Mhm, ja. Aber du kannst ihnen nicht irgendwie neue Denkanstöße geben. Das geht kaum. Mhm. Mhm. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Aber 3 Jahre ist trotzdem dafür schon auch eine ganz schön lange Zeit. Da warst du dann da, aber Vollzeit da, oder? Ja, aber wie Vollzeit? Also früh Training, nachmittags Proben, abends Vorstellung. Also das war richtig Vollzeit. Krass. Weil zu den Proben und Vorstellungen eben das tägliche Training dazu kam. Hm. Wahnsinn, okay. Und wie groß ist die Gruppe gewesen? Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich schätze mal so 12 Leute waren das. Man redet wenig miteinander dann auch bei den Proben. Oder doch redet man ein bisschen darüber? Doch, bei den Proben wird schon auch geredet, aber das ist schon meistens sehr stille körperliche Zeiten. Interaktion. Ja, ja, ich habe dann parallel angefangen, synchron zu machen. Ja. Das ist auch das Gleiche. Kann mir gut vorstellen. Dass ich bei der Pantomime gelandet bin, war auch eher eine Notlösung. Das hatte mit was anderem zu tun. Ich war 3 Jahre im Theater, da ich ja sehr jung war, direkt von der Schule an die Schauspielschule, fehlte mir die Armeezeit. Ja. Normalerweise musste man ja
wenn man studierte, mindestens 1,5 Jahre, wenn nicht 3 Jahre vorher bei der Armee gewesen sein. Ja. Ja. Da die mich aber sehr, sehr jung haben wollten, haben sie es geschafft, da irgendwie eine Ausnahme zu schaffen. Mhm. Ich hatte sogar eine schriftliche Bestätigung, dass ich während des Studiums nicht gezogen werde. Ah. So, dann war ich am Theater und kurz vor, bevor ich so alt war, dass sie mich nicht mehr ziehen konnten, kriegte ich meinen Einberufungsbefehl. Mhm. Mhm. 1,5 Jahre Armee. Und das war wirklich die schlimmste Zeit meines Lebens. Also du hast es auch machen müssen dann? Ich muss es machen, ja. Und ja, wenn du, wie lange hatte ich schon 5 Jahre auf der Bühne gestanden? Mhm. An 2 verschiedenen Ensembles und wirklich alles gespielt, was man sich nur wünschen kann. Mhm. Und dann wirst du von diesen jungen Hüpfern da rumkommandiert und wenn du eine Nachfrage stellst, dann kriegst du irgendwelche Strafaufgaben und so. Und das hat mich unglaublich fertig gemacht. Und dann kriegte ich Verbot, sowohl Körpertraining, ich habe damals schon Tai Chi gemacht, ja. Durfte ich nicht machen. Und Sprecherziehung durfte ich auch nicht machen, mit der Begründung, wenn das jemand beobachtet, dann müsste er ja glauben, dass Leute, die in die Klapsmühle gehören, auch zur Armee gezogen werden. Das würde das Ansehen der Armee in der Öffentlichkeit schaden. Natürlich. So. Und ja, das Ergebnis war, als ich entlassen wurde, stand ich auf der Bühne wie ein Anfänger, wie ein Penela. Und wenn außer mir noch 3 Leute auf der Bühne waren, habe ich mir einen gesucht, hinter dem ich mich verstecken kann. Und das war klar, dass das keine Grundlage ist, um Schauspieler zu sein. Und da habe ich gedacht, ich muss damit aufhören. Ich hatte noch so eine andere Leidenschaft. Damals war das Fotografie und es gab ein Studium, was mich noch interessiert hätte. Das hatte ich ins Auge gefasst. Fotografik nennt sich das auch in Leipzig. Mhm. Und aber dann irgendwie, es gab einen Kollegen, mit dem ich studiert hatte und mit dem ich auch zusammen am Theater war. Und der war inzwischen am Deutschen Theater in diesem Pantomime-Ensemble gelandet. Und da habe ich mich dran erinnert, Mensch, das war doch, da hatte ich doch schon eine Begabung. Da wollten mal alle mehr mit mir machen, als sie hätten machen müssen in der Schule. ich bewerbe mich da einfach mal. Okay. Ja, und das hat gleich geklappt. Und dann habe ich hatte gehofft, durch dieses Körpertraining, kriege ich wieder ein Verhältnis zu meinem Körper und wieder mehr Selbstbewusstsein und so. Und vielleicht werde ich dann auch wieder bühnentauglich. Das heißt, du hattest 18 Monate, durftest du nicht das machen, was du schon 5 Jahre vorher gemacht hattest. Und danach war es für dich sehr schwer, wieder reinzukommen. Ja. Das ist gefahren. Ach, Armee. Ich wurde auch noch einberufen. Ich habe aber verweigern dürfen, deswegen. Ich habe es dann etwas leichter gehabt. Ja, bei uns wäre das die Alternative 2 Jahre Knast gewesen. Hm. Ja, oder Spaten, weiß ich nicht. Habe ich auch nie für eine richtige Alternative gehalten, weil, ob du nur eine Brücke baust, über die dann der Panzer fährt, oder ob du drin sitzt im Panzer, ich sehe da keinen großen Unterschied. Ja, ja, ja. Ah, aber das ist, okay, deswegen bist du zu den Pantomimen gekommen. Pantomimen. Hm. Und dann 3 Jahre. Und dann ging es wieder. Das heißt, du hast Synchron. Wie bist du in Synchron reingekommen? Ich bin, nachdem ich bei der Armee war, ich war damals in Erfurt am Theater. Mhm. Bin, als ich zurück bin ans Theater, das war ja auch so natürlich, 1,5 Jahre weg, war ganz besetzt. Die haben inzwischen natürlich jemanden engagiert, der meine Rollen übernommen hat. Und war eigentlich überflüssig an dem Haus. Und habe natürlich dann auch keine dollen Rollen mehr angeboten gekriegt. Ne? Und dann gab es in Weimar noch ein Synchronstudio und einen Rundfunk. Und da habe ich mich dann beworben. Und dann habe ich da angefangen, so ein paar Texte zu sprechen und so. Und lustigerweise, so ziemlich zur gleichen Zeit, wie ich nach Berlin ging, ans Pantomime-Ensemble dann, wurde dieses Synchronstudio in Weimar aufgelöst und die Probebänder und so, Stimmproben und so, wanderten nach Berlin. Hm. Und da hatte ich
kriegte ich ganz schnell in Berlin einen Einstieg beim Synchron. Ah, sehr schön. Ja, das war mal ein wirklicher Glücksumstand in meinem Leben. Und dann habe ich praktisch körperliches und stimmlich-sprachliches getrennt. und trotz dieser extremen Belastung, ne, Training, Probe, Vorstellung, habe ich nachts noch Hörspiele aufgenommen. Hier in der Leperstraße, in diesen tollen Studios, die sind Wahnsinn. Haben wir dann nachts aufgenommen, ne, so ab früh um 3 bis früh um 5 oder ab um 1 bis 5 oder so. Also wirklich richtig Nachtschichten, weil es da auch am ruhigsten war und die Leute am besten zur Verfügung standen, weil das waren ja meistens Theaterleute, die da Hörspiel gemacht haben. Das heißt, waren ganz normal reguläre Zeiten, waren diese Nacht. Ja. Das finde ich ein bisschen schön. Ja, das war toll. Ich habe das geliebt. Das ist cool. Da hast du Hörspiel gemacht und Synchron schon. Mhm. Und im Synchron war es dann wahrscheinlich genauso wie auch in der Leperstraße, dass alle da waren im Studio. Mhm. Ich weiß noch, wir hatten so eine Balustrade. Ja. So mit mehreren Ablagerflächen, so kleine, so angeschweißt. So kleine Blechle angeschweißt und da legte man dann sein Blatt Papier drauf. Und ein Take waren manchmal 3 Seiten. Oh. 3 DIN A4 Seiten. Mit manchmal bis zu 6 Beteiligten. Mhm. Und da wurde im Dialog aufgenommen. Und die Takes waren geklebt, ne? Das waren Filmschleifen, die da im Projektor liefen. Und wenn man zu lange an einem Take gearbeitet hat, dann brannte so ein Take dann auch mal durch. Und dann? Musste neu geklebt werden. Ja. Ah, ist schön. Ja, ich höre das ja auch nur mal aus Erzählungen, dass es früher zumindest super schön war, von schon sehr eingefleischten Schauspielern und Schauspielerinnen zu lernen, die halt da waren und man war so dann dabei. Und dass man auch nicht so ein hohes Pensum hatte, sondern eher dieses Zusammenspiel noch mehr im Vordergrund. Ja, meine erste Synchronerfahrung war übrigens Eigensynchron. Ich hatte noch am Ende meines Studiums hatte ich eine Hauptrolle in einem DEFA-Film und das war eine Co-Produktion mit Bulgarien und dementsprechend war einiges zu synchronisieren. Und es war ein historischer Film, deswegen mussten auch ein paar Aufnahmen einfach sauber gemacht werden, ein Flugzeug drüber flog oder so. Also war einiges nachzusynchronisieren und da ist mir das Medium überhaupt das erste Mal begegnet. Mhm. Und da war ich schwer beeindruckt von Manfred Krug. Der hat einen von den männlichen Hauptrollen synchronisiert. Das war so ein bulgarischer, so ein Bade, so eine Rampensau, ne? so ein Bühnenschauspieler, der spielte Emmanuel Zapata, einen mexikanischen Revolutionsführer. Und mit einem unglaublichen Pathos. Und Manfred Krug hat den so vom Sockel geholt, indem er so ganz, ganz locker menschlich gesprochen hat. Ich fand das unglaublich faszinierend. Ja. Und das sah so gar nicht nach Arbeit aus bei ihm. Das war einfach nur Spaß und ja. Wie ist das denn sein, ich überlege mir das gerade, wie das so ist, sich selbst zu synchronisieren. Das geht ja dann fast noch, oder? Wenn man sich selbst sieht, man weiß ungefähr, oder weiß man nicht mehr, was man gemacht hat. Das ist viel schwieriger. Echt? Also, ich würde nie denken, dass ich so schnell spreche zum Beispiel. Ne? Also wenn du dich an jemand anders dranhängst und also du erinnerst dich, was du da gespielt hast und versuchst das wiederherzustellen und würdest das im Synchron, also du gingst mir am Anfang jedenfalls, jetzt im Synchronstudio, ich habe das nie in der Zeit geschafft, wie ich es dann vor der Kamera geschafft habe. Okay, krass. Man läuft sich selbst hinterher so. Ne? Mhm. Und das war schon sehr merkwürdig. Es war natürlich auch merkwürdig, sich selbst zu sehen. War ja auch neu für mich. Ja, okay. Ja, natürlich war es ja Theater, nicht Film. Genau. Ja. Okay.
Dann bist du, jetzt sind wir wahrscheinlich in Ende deiner 20er, oder? In Berlin. Mitte 20er? In Berlin. Warte mal, Pantomime von... Wenn Schauspiel bis 19, dann 3 Jahre gespielt, sind wir 22, anderthalb Jahre, 25 ungefähr. Richtig? Ja. Ungefähr. Und dann bis 98. Ja. Okay. Und bist du seitdem in Berlin geblieben oder nochmal rumgekommen mit Theatern? Ich bin schon, also ich habe als Gast viel gemacht, ne? Also an verschiedenen Theatern als Gast gespielt. Mhm. Also nachdem ich bei der Pantomime gekündigt hatte, war ich eigentlich immer Freiberufler. Okay. Und ich kannte eben von meiner Theaterarbeit genug Leute. Soll ich dir das auch noch hier eingießen können? Ja. Ja? Oder genug Leute kannten mich und wollten gerne mit mir arbeiten. Ja. Na, damals war es noch so, also du kriegst ein Angebot, dann hast du gesagt, interessiert dich oder nicht. Ja. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ich habe Zeit und Lust, habt ihr nicht irgendeine Rolle für mich? Ja. Das klingt aber auch beziehungsunfreundlich trotzdem, oder? So offen zu sein, für so viel rumkommen trotzdem? Beziehungsunfreundlich? Ach so, du meinst für eine Zweierbeziehung außerhalb des Berufs, meinst ja. du? Ja. Das ist schon, also das stellt mir bei Schauspielern und Schauspielerinnen häufiger die Frage, weil ganz der Anfang oft doch sehr geprägt ist von vielen Theaterwechseln und Ortswechseln. Mhm. Und wenn man nicht gerade zufälligerweise einen Partner, eine Partnerin im gleichen Business hat, ist es doch nicht immer leicht nachzuvollziehen, dass man von A nach B gehen muss. Also ich glaube ja, dass es eher komplizierter ist, wenn beide in dem Business sind. Ja, okay. Also in unserer Beziehung war es eigentlich immer eher so, dass meine Frau der ruhende Pol war, um den ich so gekreist bin. Okay, ja, sehr gut. Und die hat mir dadurch sehr viel Sicherheit gegeben auch, ne? Weil das so der Ankerpunkt war, wo du immer zurück kannst, ne? Wo dein Zuhause ist. Ja. Und ja, die Ausflüge waren mehr oder weniger groß. Also sowohl emotional als auch räumlich und zeitlich. Ne? Also klar. Krass. Aber begleitet haben dich trotzdem die ganze Zeit das Thema Japan. Kampfsport, hast du gesagt, hast du auch schon gemacht, seitdem du... Seit Maueröffnung. Hm. Im Osten war das... Also das, was mir davor schwebte, war im Osten nicht möglich. Ah ja, okay. Weil mich hat der meditative Aspekt interessiert. Mhm. Nicht, also den Kampfsport, ja, sowas Ähnliches, also was mich sehr begeistert hat, war Fechtunterricht in der Schauspielschule. Mhm. Und das habe ich eben auch auf der Bühne öfter eingesetzt. Also ich habe mehrere tolle Gefechte gehabt auf der Bühne. Romeo und Julia mehrfach und was waren, ach so, Kinderstücke auch mit tollen Kampfszenen und so. Aber ich hatte nie Interesse eigentlich an Judo oder Ringen oder Boxen oder Karate. Eigentlich nicht, nee. Und das war wirklich die Beschäftigung mit Japan und als ich versucht habe zu ergründen, was der Ursprung dessen ist, was mich so fasziniert, bin ich dann auf den Zen-Buddhismus gestoßen. Mhm. Und da habe ich dann einiges gelesen auch und dann eben die verschiedenen Wege des Zen und mich hat vor allem Kyudo fasziniert. Das ist das meditative Bogenschießen. Mhm. Also mit Pfeil und Bogen bin ich als Kind auch schon ständig rumgerannt. also erst die selbstgebauten Flitzebogen oder der erste vielleicht von meinem Vater gebaut und später dann schon auch eher einen Sportbogen, aber ich habe das nie organisiert gemacht oder so, ich habe es immer irgendwo in der Natur gemacht. Und ja, und da hatte ich ein Buch gelesen über Kyudo, also meditatives Bogenschießen. Und da habe ich gedacht,
das würde ich auch gerne machen. Mhm. Ja, und als dann die Mauer fiel oder die Maueröffnung erzwungen wurde, da habe ich mich dann auf die Suche gemacht. Dachte ich, ja, neue Quellen jetzt. Die Welt steht offen. Und dann habe ich ziemlich schnell diese japanische Buchhandlung an der Pestalozzi-Straße entdeckt. Ein verrückter Laden, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Aber das war so ein alter Japaner, so ein Zausel, der nichts sagte und der sich hinter seinen Büchern vergraben hatte. Und der hatte ich eigentlich auch nicht beraten. Der guckte kurz auf und guckte so wie, ja, der kauft sowieso nichts. Mhm. Und die Bücher waren sehr teuer bei ihm. Und da waren aber eben auch so Leute, die sich mit Japan befassen, haben dann so ihre Handzettel da ausgehängt. Mhm. Das war mir alles damals noch so irgendwo ausgeschnitten und in Kopierer gelegt und so schwarz-weiß Papier. Und da war eben so ein Handzettel Kyudo. Mhm. Mit Telefonnummer und Trainingszeiten. Und da habe ich mir dann aufgeschrieben und daneben war ein kleiner Zettel Jaido. Ich dachte, was ist das? Schreib's morgen gleich auf. Und dann habe ich immer versucht, die Kyudoka zu erreichen. Mal nie jemand am Telefon. Und, wir hatten natürlich noch kein eigenes Telefon damals im Osten, ne? So eine Telefonzelle. Und wenn du da eine Verbindung nach West-Berlin kriegst, das war nicht so einfach. Und okay. Ja, und dann irgendwann habe ich gesagt, ach, die andere Nummer, da kannst du auch mal anrufen, ne? Das Jaido oder wie das heißt. Dann habe ich da angerufen. Ich würde gern mal zum Probetraining kommen. Wann trainiert? Ja, kannst heute Abend vorbeikommen. Ja, was muss ich denn da mitbringen? Brauchst nicht mitbringen, wir haben alles. Okay. Dann bin ich dahin. Dann habe ich gesehen, was die da machen und war total fasziniert und bin dabei geblieben. Was ist das? Jaido ist eigentlich die meditative Beschäftigung mit dem Schwert. Ist eigentlich ursprünglich entwickelt worden als Selbstverteidigung der Samurai. Mhm. Also man begegnet einem Angriff. Also Samurai hatten ja einen hohen Status in der japanischen feudalen Gesellschaft. Und da gab es ja klare Kleiderordnungen. Und bei den Samurai gehört es dazu, dass sie zwei Schwerter tragen. Also für jedermann als Samurai zu erkennen. Dadurch hatten sie bestimmte Sonderrechte. Aber sie waren eben immer unter Waffen. Das heißt, sie mussten auch immer damit rechnen, angegriffen zu werden. Mhm. Es gab komischerweise dieses, wie man es so aus dem Western kennt, war sehr verbreitet, dass es Leute gehabt, die zeigen wollten, dass sie besser sind. So, und dieses Jaido ist praktisch die Übung, sich dem entgegenzustellen. Also, dass man unvorbereitet einen Angriff begegnet. Das kann sein, dass man dem gegnerischen Angriff zuvorkommt, weil man spürt, dass man angegriffen werden soll. Mhm. Oder dass man den Angriff abwehrt und erwidert oder dass man einfach in den Angriff reingeht und schneller ist als der andere. Mhm. So. Und das wird aber, wenn wir das jetzt trainieren, also diese traditionellen Kampfkünste haben sich alle in der Zeit gewandelt. So. Ursprünglich waren sie wirklich ganz praktisch für den Kampf entwickelt worden. Dann gab es eine Zeit, da gab es viel mehr Samurai, als gebraucht wurden. Also es gab große Leibwachen, aber keine Kriege mehr. Mhm. Und die Fürsten konnten sich das nicht mehr so leisten. Und das Geld hatten inzwischen die anderen, nämlich die Kaufleute und nicht mehr die Samurai. Und dann gab es ziemlich viele Auseinandersetzungen, Scharmützel, Duelle und so weiter. Und um dem zu begegnen, wurde dann dieser Samurai-Kodex entwickelt. Mhm. Der ist eigentlich erst entwickelt worden, was viele nicht wissen, als die Zeit der Samurai eigentlich schon vorbei war. Eigentlich einfach aus dieser Not heraus, dass die Moral der Samurai
den Berg runtergingen, weil sie sich nicht mehr gebraucht fühlten. Und um die Moral wieder anzuheben, hat man diese Kampfkultur zur Kampfkunst hochstilisiert. Das heißt, dadurch kriegten sie wieder eine Aufgabe, sich da so zu vervollkommnen, dass es eben eine Kunst ist. Und dieses Wort Do, was in vielen Kampfkünsten vorkommt, ne? Jaido, Kendo, Kyudo, Judo, Taekwondo, ja, okay, das ist nicht japanisch, aber... Nee, aber es hat den gleichen Anspruch. Aber ist das Do auch da entlehnt worden. Das Do ist der Weg im Zen-buddhistischen Sinne. Das heißt, man verschreibt sich einer Sache und macht sie zu seinem Lebensinhalt sozusagen. Man begibt sich auf einen Weg, wohl wissend, dass man nie irgendwo ankommen wird, sondern dass man einfach diesen Weg immer weitergeht. Das ist das Du. Und wie sind wir da jetzt hingekommen? Ich komme vom Hundertsten ins Tausendste. Wir haben auf jeden Fall angefangen bei dem, wie du zu dem Sport gekommen bist, dass du da hingekommen bist. Und das war, dann hast du angefangen, die... Ach so, um das Besondere dieser Kampfkünste zu erklären. Ja, also gut, das Jaido ist dann praktisch, wird nicht mehr Mann gegen Mann gemacht. Also jedenfalls nicht hauptsächlich, sondern hauptsächlich ist es eher wie Tai Chi, was ja auch gern als Schattenboxen bezeichnet wird, war ja auch mal eine Kampfkunst. Ja. Und sowas wie Karate, also eine unbewaffnete Kampfkunst, obwohl es auch eine Schwertform gibt beim Tai Chi oder eine Lanzenform, die ist nicht so sehr verbreitet, aber die gibt es. Und man stellt sich einfach vor, verschiedene Arten, wie man angegriffen wird. Von der Seite, von hinten, man ist umzingelt oder man muss jemanden retten, der bedroht wird. Gibt es verschiedene Szenarien und man trainiert einfach darauf zu reagieren. Also man stellt sich vor, man wird von da angegriffen, steht auf und aus dem Ziehen gleich geht man rein in den Angriff und wenn es gut ist, ist der tot, bevor er sein Schwert bei mir hat landen können. So. Ja. Das heißt, es kommt sehr auf das Gespür für den richtigen Augenblick an. Es kommt unglaublich auf Körperkontrolle an, also seinen eigenen Schwerpunkt suchen. Und damit man eine Bewegung auch ändern kann und nicht, wenn man einmal unterwegs ist, dann und der andere macht was anderes, als man erwartet hat, dass man dann reinläuft ins Schwert oder so. Also sehr viel Selbstkontrolle, also sehr viel Befassung mit dem eigenen Geist und mit dem eigenen Körper, mit Atmung, mit Schwerpunkt und da würde doch bestimmt der ganze Schauspielunterricht geholfen haben, oder? Ja, das also denke ich schon. Diese ganze Körperbeherrschung, die man da ja schon erlernt, hilft dir wahrscheinlich auch später dann das zu spüren. Aber ist man da nicht auch, also ich habe Taekwondo gemacht und da, also es ist auch eine Form, die kontaktlos war, also wo man sich auch viele Szenarien vorgestellt hat. Ich versuche eine Frage daraus zu basteln, aus einem, ob du das schon mal anwenden musstest, ohne dass es ein Übungsszenario war und ob man nicht unter Umständen damit sehr entweder dauerangespannt ist oder dauerentspannt ist. Also weißt du, also praktisch mit dem Wissen, man könnte jeden Moment angegriffen werden, das fühlt sich etwas angespannt an, aber wahrscheinlich ist das genau nicht der richtige Weg, dem zu begegnen. Nee, genau das ist ein gutes Argument, aber zum Training gehört dazu, emotional runterzufahren. Das heißt, das ist wichtig, dass man sich nicht provozieren lässt. Das heißt, wach zu sein, aber nicht auf der Hut zu sein. Der Unterschied ist... Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Also wir trainieren eben auch diesen Libellenblick. Also einmal überall.
Tom Bonometsky. Also, dass man nicht jemand fixiert, sondern man guckt in den Raum. Und ich sehe das auch alles noch. Ich sehe dich, ich sehe da, wenn was passiert. Das ist, ich fahre auch so Auto. Also ich habe so einen Blick und ich fixiere nichts. Und ich sehe alles, was für mich wichtig ist. Also ich merke, wenn da was ist, dann gucke ich natürlich genau hin. Aber so grundsätzlich fahre ich so. Okay. Und gab es schon mal so einen Moment, wo dir das, was tatsächlich, also das bringt einem ja immer etwas, aber konntest du so eine Technik auch mal anwenden und dann ist es so ein vollkommener Automatismus gewesen oder so und dann hat das so... Es gab einmal einen Moment, wo ich über meine Kraft erschrocken war. Also wo ich erschrocken war über die Wirkung. Ich wollte einfach nur sagen, stopp, nicht weiter. Und habe so gemacht und der ist umgefallen und lag auf dem Rücken, was mir sehr peinlich war. Das war nicht beabsichtigt. Aber ansonsten ist eigentlich eher, man sagt ja auch bei den Samurai, das beste Schwert bleibt in der Scheide oder der beste Kampf ist der, der nicht geführt werden muss. Also das Beste, was man da lernen kann, ist eine Ausstrahlung zu entwickeln, dass man eigentlich nicht angreifbar ist. Dass man ausstrahlt, wir können gern kämpfen, wir können es aber auch lassen. Ja. Dass der andere sich überlegt, ob er zuschlägt oder nicht. Das wäre das Beste, was man lernen kann. Das machst du jetzt schon mehrere Jahre und hast wahrscheinlich da einen sehr hohen... Habt ihr Gürtel? Gibt es da Gürtel? Ja, es gibt wahrscheinlich Ränge, aber in irgendeiner Form. Graduierung, ja. Da bist du wahrscheinlich sehr fortgeschritten. Ja. Und unterrichtest selber auch da. Ja. Wie bei den Schauspielern, Schauspielerinnen. Ich erkenne Muster. Ich überlege, ich versuche meistens da immer noch mal nachzugehen, wo man gerade so ist. Das heißt, im Moment wäre die Mauer gefallen, es gibt ein halbwegs geeintes Deutschland. Du konntest dich besser informieren über deine Leidenschaft und hast sogar noch eine Kampfkunst gefunden, die dich bis heute begleitet. Ja. Und trotzdem nebenbei, das klingt ja jetzt schon irgendwie nach einem Vollzeitjob, aber nebenher hast du noch Schauspieler an Bühnen oder hast du dann hauptsächlich Synchron gemacht oder wie ist dieser Weg so weitergegangen? Also ich war da, als ich angefangen habe mit Jaldo, da war ich nicht mehr bei der Pandemie. Also manches muss man echt nachschlagen, also in der Biografie, das kriegt man nicht so ad hoc zusammen. Fällt mir wieder ein, also 86, als Tschernobyl hochging, ne? Da stand ja die Mauer noch. Da war ich schon nicht mehr an der Mime. Da habe ich wieder mal den Puck gespielt. Da habe ich den Puck gespielt auf der Freilichtbühne. Und in der Zeit ist meine jüngste Tochter geboren. Und ja, jetzt haben wir mal einen ganz schönen Sprung gemacht. Glaube ich. 86, naja. Was haben ja, wir ist in der Zeit ist viel passiert. Ne? Das war eine sehr intensive Zeit, so kurz vor der Eröffnung. Also, was wolltest du wissen? Ich bin auch nur versucht, so über dich gibt es ja auch sowieso relativ wenig zu lesen. Auch dein Wikipedia-Eintrag beschränkt sich auf, dass du Schauspieler, Sprecher bist und dass du zwei Kinder hast, die ebenfalls diesen Beruf gewählt haben oder so. Du hast drei Kinder. Dann die eine Tochter wird selten erwähnt, weil sie nicht in der Branche ist. Das tut mir sehr leid. Aber dass zumindest zwei deiner Kinder dir gefolgt sind. Deswegen bin ich auch nicht ganz zielsicher im Durchgehen deines Lebens, wenn ich hier so dir zuhöre. Nee, ja. Muss ja auch nicht.
Wann ist denn dein Flug nach Japan? Du bist doch bestimmt irgendwann mal nach Japan gekommen. Natürlich. Ja. Ich hatte, oder besser gesagt, wir hatten einen Freundeskreis in Adlershof. Es gab den Adlershofer Freundeskreis, der sich scharte um diesen Regisseur, bei dem wir alle oder die meisten von uns angefangen hatten, also nach der Schauspielschule in Rudolstadt, Klaus Fiedler. War eine schillernde Persönlichkeit. Der war nicht sehr staatskonform, trotzdem ein sehr, sehr sympathischer und umgänglicher Typ und schwul und so ein Quereinsteiger auch. Der hat kartografischer Zeichner gelernt und irgendwann ist er irgendwie am Leipziger Theater ist er irgendwie über Regieassistenz zum Regisseur geworden. Mhm. Schön. Und der machte richtig gutes politisches Theater. Das haben wir 3 Jahre lang gemacht. Das heißt, im letzten halben Jahr ging es schon nicht mehr, weil uns die Oberen da reingekrätscht haben. War auch eine total spannende Geschichte, aber wird alles viel zu viel für heute Abend. Und dann haben wir uns so in alle Winde verteilt. Und dann, als ich nach Berlin kam, schon kurz vorher konnte ich feststellen, dass sich um diesen Klaus Fiedler, der wohnt in Adlershof, so ein Freundeskreis gebildet hat. Also es waren junge Leute, die alle irgendwie künstlerische Ambitionen hatten und die sich da trafen, sich gegenseitig Geschichten vorgelesen haben oder auch politisch diskutiert haben oder so. Ja, und zu diesem Freundeskreis gehörten dann auch eine Puppenspielerin mit ihrem Mann, der Tischler gelernt hatte und da eine kleine Drechselwerkstatt hatte und so. Und die stellten einen Ausreiseantrag. Und daraufhin haben die ihre Anstellung verloren. Er durfte dann noch als Kartenabreißer im Kino arbeiten. Mhm. Und dann saßen sie auf gepackten Koffern, um auszureisen, was ewig gedauert hat. Und dann ganz schnell ging. Okay, das heißt, Sie haben eine Bestätigung bekommen. Aber Sie haben dann eine Bestätigung bekommen und mussten innerhalb von 14 Tagen raus. Mhm. Klar. Und ich habe dann damals Ihnen geholfen, diesen Umzug zu machen. Also Kisten gepackt und Listen geschrieben und so. Und dann, als die dann schon weg waren, das Zeug beim Zoll über die Grenze bringen. Das war auch nochmal so ein Ding, wo die musste wirklich jeder Bleistift, der in irgendeiner Kiste war, musste aufgelistet sein. Ne? Jedes Buch und alles. Okay. Und die haben dann Kisten aufgemacht und Stichproben gemacht, ob auch wirklich alles drin war und nichts anderes. Mhm. Ja, und in der Nacht der Maueröffnung da war ja, wir wohnten sehr nah an der Grenze in Baumschönweg. Mhm. Sonnenallee war damals ein Grenzübergang. Und als wir das hörten in den Nachrichten, wir haben in der Zeit stündlich Nachrichten gehört oder gesehen, weil so viel passierte. Und da haben wir gesagt, das müssen wir sehen. Und dann sind wir aus dem Haus raus und dann innerhalb von kürzester Zeit waren alle Straßen, alle Grünanlagen, alles war zugeparkt. Die Leute haben ihre Autos stehen lassen und strömten zur Grenze. Und dann sind wir, bis wir zu dem Grenzübergang kamen und sehen konnten, dass die Leute wirklich rübergehen, um das zu begreifen, dass das wirklich wahr ist. Und dann sind wir wieder nach Hause, weil unsere kleinen Kinder lagen im Bett. Dann irgendwann habe ich gedacht, du, ich halte es hier nicht aus, ich muss darüber jetzt. Zu meiner Frau. Und sie hat gesagt, ja, mach, ich bleib hier bei den Kindern. Geh du, aber komm wieder raus. Und dann bin ich, weil ich dieses Gewimmel an dem Grenzübergang gesehen habe, dachte, nee, das machst du nicht, da gibt doch noch andere Grenzübergänge. Dann gab es einen nur für Westberliner Oberbaumbrücke. Mhm. Dann habe ich mich in die S-Bahn gesetzt,
die fuhr durch, also es war, ich weiß nicht, war glaube ich nach Mitternacht schon. Und die S-Bahn fuhr im 5-Minuten-Takt, glaube ich, im Ost-Berlin, was normalerweise um die Zeit nicht üblich war. Die haben sofort die S-Bahn fahren lassen. war aber kein Mensch auf dem Bahnhof. Also die S-Bahn war völlig leer. Und der Fahrer winkte mich, ich soll zu ihm kommen. Und dann macht er seine Tür da auf. Hast ja die Tür direkt hinter mir. Die macht er auf und dann sagt er, erzähl mal, was ist denn da draußen los? Ich sage, na, die Mauer ist auf. Wir sollen die ganze Nacht fahren und wir haben keine Ahnung, wieso. Sagt er, ne? Und dann, ja, dann bin ich bis Warschauer Straße gefahren und dann über die Oberbaumbrücke. Das war ja damals nur eine Fußgängerbrücke und alles zugerammelt und so. Und, ja, und dann bin ich darüber und ich war sofort in einer anderen Welt, ne? Auf der anderen Spreeseite. Es hat anders gerochen, die Leute waren anders drauf. Ich kam mir so fremd vor. Und ja, dann gelaufen bis zum nächsten U-Bahnhof da. Das war Schlesische Tor, war das. Und da fuhr natürlich nichts. Da war schon Schicht im Schacht. Ne? Okay. Und dann sprach mich einer an, sag mal, bist du von drüben? Ich sag, ja. Was willst du machen? Was will ich machen? Wenn man vielleicht irgendwas sehen, was man sonst so nur aus dem Fernsehen kennt. Kudamm oder so. Klar, komm, machen wir. Dann ist er auf die Straße, hat irgendein Auto angehalten, war wirklich so ein Hippie-Auto, so ein klappriger Ford oder so. Und dann haben wir uns da durch die Straßen gekämpft, bis er irgendwann sagte, so weiter komme ich hier nicht. Also den Rest müsste zu Fuß machen. Und dann war ich auf dem Kudamm und war gerammelt voll. Und was mich total fasziniert hat, war, dass schon die Zeitungen das schon gedruckt hatten. Ne? Okay. Die Taz eine Sonderausgabe gemacht hatte. die Mauer ist auf, wann geht Kohl? So, die Mauer ist weg, wann geht Kohl? Und natürlich habe ich mich in der Menschenmenge dann auch nicht wohlgefühlt und habe mich dann daran erinnert, ich habe ja hier Freunde in West-Berlin, ne? Zum Beispiel die Puppenspieler, die ausgereist sind. Ja, dann habe ich die Telefonnummer rausgesucht und habe angerufen aus der Telefonzelle, da war es 3:30 oder so früh. Ne? Und dann so völlig verschlafene Stimme, Gunnar, was ist, wo bist du? Ich sag, ich bin hier auf dem Kudamm. Ach so. Ich sag, wollen wir uns irgendwo treffen? Soll ich zu euch kommen? Oder ja, so. Die wohnten in Spandau. Ah ja, okay. Das ist natürlich, früh um 4 nach Spandau zu kommen, war nicht so leicht. Ich habe es geschafft mit dem Nachtbus. Ja. Dann kam ich da an, bei denen lag schon die Tageszeitung vom Tag vor der Tür und mit der Schlagzeile. Und da machte die so im Morgenmantel auf und sagt, Gunnar, komm rein, willst dich erst mal hinlegen? Ich sag, spinnst du? Die hatte nichts mitgekriegt. Die hatte nichts mitgekriegt, hatte von nichts eine Ahnung. Ne? Ja. So, und ich habe ihr die Tageszeitung dann vor die Nase gehalten. Hier, die Mauer ist weg. Ja, so war das. Und die waren in dem Freundeskreis? Die waren in dem Freundeskreis, ja. Und genau, und also als ich dann das alles so eingerenkt hatte und ich dann auch so langsam merkte, im Osten gibt es nicht mehr viel Arbeit, musste auch mal im Westen dich bewerben, viel zu spät habe ich das gemerkt, da habe ich dann auch angefangen mit denen zu arbeiten, Puppenspiel, weil ich der Meinung war, also Puppenspiel und Pantomime hat ja doch Ähnlichkeiten und gibt so Verwandtschaften und dann habe ich Regie gemacht bei denen. Das heißt, auch da hat sich ein Wunsch schon erfüllt gehabt. Regie wolltest du irgendwie mal machen? Ja, ja. War das dann deine erste Regie? Oder hast du vorher in Theatern irgendwo schon mal... Ja, so kleine Sachen, aber die erste, ja, das erste richtige Stück, glaube ich, war mit den Puppenspiel. Und irgendwie hat sich das dann ergeben, dass der, also die waren auch dann in Japan, die haben da mit einem anderen Puppenspiel zusammen Faust gemacht als Puppenspiel und waren damit auf Japan-Tournee vom Goethe-Institut organisiert. Und
irgendwann kriegte er über eine Freundin, die hat in Japan, auch eine Puppenspielerin, die in Japan sich ausbilden lassen hat, in diesem klassischen japanischen Puppenspiel Bunraku. Und kriegte dann so als Abschiedsgeschenk eine alte Puppe geschenkt. Die war nicht mehr funktionstüchtig. Es war eine alte, wertvolle Puppe, aber eben nicht mehr, man konnte sie nicht mehr bedienen. Und die ging dann zu dem Freund von mir, der inzwischen also seine Tischlerausbildung benutzt hat, um für seine Frau Theater, also Kulissen zu bauen und auch Puppen. Ist dann Puppenbauer geworden und hatte da auch viel Erfahrung gesammelt. Und den fragte sie, ob er eine Idee hat, wie man die wieder zum Laufen bringt, diese Puppe. Und dann hat er sich belesen und hat dann diese Bunraku-Puppe wieder hergestellt. Und sie hat ihm als Dank einen Kurs organisiert bei einem alten Puppenbauer in Japan, auf einer kleinen Insel. Das ist ein ganz alter Mann, so über 80, berühmter Puppenbauer. Bei dem durfte er 6 Wochen eine Ausbildung machen. So. Und als er wiederkam, der war total beseelt. Da habe ich gesagt, Mensch, Ralf, damit müssen wir jetzt was anfangen. Mit deinen neuen Kenntnissen und meiner alten Liebe zu Japan müssen wir was machen. Und dann habe ich eine alte japanische Gespenstergeschichte umgeschrieben, dass es für Puppentheater machbar ist mit weniger Figuren und so. Und wir haben diese Puppenspielerin, die in Japan ihre Ausbildung gemacht hat, mit ins Boot geholt. Und ich habe einen Erzählerpart übernommen, der so diese Sachen überbrückt, wo man eigentlich andere Figuren gebraucht hätte und so, um das ein bisschen praktikabler zu machen. Und dann haben wir das aufgeführt. Wir haben versucht, uns so ein bisschen an das Japanische anzulehnen, aber nur so weit, dass es für den europäischen Zuschauer noch nachvollziehbar ist, weil dieses Original Bunraku ist so abgehoben, da kommt ein Europäer nicht mit. Das ist einfach nicht nachvollziehbar. Weil das so ritualisiert ist, über Generationen immer wieder weitergegeben, ohne es zu modifizieren. Und dadurch in eine Form hochgestochen, die für einen Außenstehenden nicht mehr nachzuvollziehen ist. Ähnlich wie das Nottheater. Ja, und das haben wir dann auch gespielt an der Schaubude. Und diese Puppenspielerin, die in Japan gelernt hat, hat sich dann bei ihrem Lehrer bedankt, hat geschrieben, sie hat das erste Mal das anwenden können, was sie gelernt hat. Und daraufhin kam eine Einladung aus Japan zum nationalen Bunraku-Festival. Wir waren die einzigen Ausländer, die da gespielt haben. Sonst nur die großen, international bekannten Puppenspieltruppen aus ganz Japan. Ja. Das war so ein Symposium auch, also nicht nur Aufführungen, sondern auch Diskussionen und so weiter, Vorträge. Und das Thema war Bunraku in der Krise. Die hatten das Problem, sie galten als nationales Kulturdenkmal, lebendes nationales Kulturdenkmal. Das ist so eine Kategorie, die gibt es in Japan. Das wird dann staatlich sehr gefördert. International unglaublich anerkannt, aber im eigenen Land interessiert es keinen mehr. Und die haben nun diskutiert, ob es irgendeinen Weg daraus gibt. Muss man sagen, diese alten Künste sind so, die werden vom Vater auf den Sohn vererbt und so. Und das ist eigentlich immer das Gleiche. Es gibt keine neuen Stücke, es gibt nicht mal neue Sichtweisen, sondern der einzige Unterschied ist der jeweilige Künstler, der das vielleicht ein bisschen anders interpretiert. Es ist immer der gleiche Ablauf, immer die gleichen Szenen, immer die gleiche, selbst das gleiche Bühnenbild und so. Über Jahrhunderte immer wieder das Gleiche. Und da kamen wir nun mit unserer europäischen Sichtweise und waren natürlich der absolute Exot dort. Aber es war unglaublich, wie die Leute das aufgenommen haben, wie interessiert und wie. Und der Chef, der dieses Festival organisiert hat, hat uns eine bombastische Kritik geschrieben. Wir hätten ihnen das vorgemacht,
wofür die Japaner eigentlich mal berühmt waren. Und zwar sich das Beste aus fremden Kulturen zu suchen und zu ihrem eigenen zu machen. Wow, cool. Ja, das war mein erster Japan-Aufenthalt. Und ich habe das so gemacht, also wir hatten eine Einladung zu diesem Festival und ich habe gesagt, wenn du jetzt schon nach Japan fährst, dann nimmst du dir Zeit und bereitest dich vor und tappst da nicht so rein. Das heißt, ich bin schon vor dem Festival hingeflogen, auf eigene Faust und war in Kyoto und in einem Ryokan, also in so eine traditionelle Herberge und habe wirklich versucht, das alte Japan zu finden und ich hatte eine große Angst, dass das Bild, was ich mir von Japan gemacht habe, jetzt zusammenfällt, wenn ich das erste Mal da bin. Und das ist überhaupt nicht passiert. Ich habe alles wiedergefunden und ich habe schon nach ein paar Tagen so ein Heimatgefühl entwickelt, so, als wenn ich irgendwie irgendwo angekommen bin. Ja, und dann bin ich, hatte ich in einem Reiseführer gelesen, von Tokio aus zum Fuji ist überhaupt kein Ding, das ein Tagesausflug kann man machen. Und hatte gelesen, von da und da fährt der Zug und also wenn man nicht weiß, wie ein Bahnhof in Japan aufgebaut ist, dann kann man sich das nicht vorstellen. Es gibt verschiedene Verkehrsgesellschaften und jeder hat ihren eigenen Terminal. Die sind übereinander, nebeneinander in einem Bahnhof angeordnet. Und wenn du nicht weißt, zu welcher Gesellschaft der Anbieter gehört, mit dem Zug du fahren willst, dann ist das ziemlich schwer, erstmal da durchzusehen. Jedenfalls habe ich diesen Zug nicht gefunden oder nicht rechtzeitig. Und dann habe ich mitgekriegt, es gibt auch einen Bus, der dahin fährt. Aber auch den habe ich nicht rechtzeitig gefunden, weil ich nicht den richtigen Ausgang am Bahnhof gefunden hatte und nicht den Busterminal oder was. Und dann habe ich irgendwann gesagt, setz dich jetzt einfach in die S-Bahn. Du weißt ja, in welche Richtung der Fuji ist und fährst einfach in die Richtung, immer weiter, so weit ich komme, ich ein paar Mal umsteigen. Immer. Dann bin ich... Das war toll. Ja. Und dann habe ich einfach beobachtet, was ich sehe und gesehen, wie dieser Moloch Tokio immer mehr ausgedünnt wurde und diese endlosen Vororte und Reisfelder und dann wurde es immer ländlicher und irgendwann steigst du auf eine kleine Regionalbahn um und die ist dann irgendwann an der Endstation angekommen, da geht's gar nicht mehr weiter und dann steigst du aus und der Tag ist fast rum und der Fuji ist nicht zu sehen. Ne? So. Ja, und dann bin ich da an diesem winzigen Bahnhof, gab es eine Touristeninformation, bin ich da hin und habe gefragt, gibt es irgendwo eine bezahlbare Herberge hier in der Nähe? Und ich konnte ganz gut Englisch da und dann fragte sie, ja, was mir so vorschwebt, eine Jugendherberge oder ich sagte, na, wenn es einigermaßen bezahlbar ist, schon eine klassische Herberge. Ja, Moment, ich rufe mal an. Hat sie kurz telefoniert und sagt, ja, warten Sie hier, Sie werden abgeholt. Okay. Und dann kam einer mit einem ziemlich einfachen Auto und sprach mir in einem verblüffend fließenden Englisch an und plauderte. Und ich dachte, hä, das ist doch kein Japaner. Und dann stellte sich raus, der hatte in den USA studiert und da ein paar Jahre gelebt, in Florida. Und war eben so. Und der plauderte dann los. Ja, der Fuji, heute müsste man ja sagen, sie, weil sie verhält sich ja wie ein schüchternes Mädchen. Heute hat sie mir mal für 10 Sekunden ein Stück von ihrem Arsch gezeigt. Tja, da müsste er eigentlich sein, aber man sieht ihn nicht. So, und dann... Ja, dann kamen wir an in einem alten Ryokan, was er mit seiner Frau und seinen Töchtern führte. Da. Wahnsinn. So, wo du auf Tatami schläfst und ich hatte nicht so viel Geld für die Reise, ne? Und Japan ist ziemlich teuer und
Und dann dachte ich, ich finde vielleicht irgendwo was Billiges zum Essen und so. Und dann fragte er, ob ich dann zum Abendbrot da bin, Abendessen da bin. Und sagte, nee, ich werde mal gucken, wo ich hier was kriege. Und da sah ich, wie bei ihm so die Gesichtszüge entglitten. Ne? Mhm. Die Japaner lassen sich ja meistens nichts anmerken, aber das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass er so lange in Florida war. ihm war das sehr anzumerken, dass ich ihn maßlos enttäuscht hatte. Ja. Und dann begleitete seine Tochter mich auf mein Zimmer und fragte dann, ob sie mir das Bett bereiten soll. Und ich dann auch, das kann ich auch allein machen. Und so die gleiche Reaktion, ne? So irritiert. Und ja, und dann hat sie sich zurückgezogen und dachte ich so, irgendwas machst du ja falsch. Ne? Da habe ich eine Weile überlegt und dann bin ich einfach runtergegangen zu dem Chef und habe gesagt, ich würde sehr gerne heute Abend hier essen und auch morgen früh, wenn es geht. Und ich bleibe auch noch 2 Nächte. Mhm. Und dann taute der wieder auf und so. Und dann, das war super, dass ich das so gemacht habe. Also dieses Abendessen, das kannst du dir nicht vorstellen. So auf Tatamis, dann hast du einen so hohen Tisch und dann, werden mal lauter Kleinigkeiten so serviert. Und so nicht alles gleichzeitig, aber immer so, dass du eine Auswahl zwischen 6 verschiedenen Sachen hast. So. Und wenn eins weg ist, dann kommt das nächste und so. Du fragst dich, wie schaffen die das zu dritt? Die hatten keinen da in der Küche, das haben die alles selbst gemacht. Ne? Mhm. Ja. Krass. Und dann morgens, an dem Tag habe ich den Fuji nicht gesehen. Ne? Ja. Und morgens war ich auf und auch Suppe, ne? Nebel und so. Dann habe ich ihn gefragt, kann man hier irgendwie, haben Sie eine Empfehlung für mich, wo man hier wandern kann und so. Und dann sagt er, ja, da und da. Und hat mir eine Karte kopiert und eingezeichnet, wo ich langlaufen soll. Das war so eine schöne Anlage, da sind mehrere Quellen und ein Tempel und ein Onsen, also so ein Bad aus natürlicher Quelle und so. Und ich war da und hatte das alles sehr genossen und auf einmal denke ich, dann tauchte der Fuji aus dem Nebel aus. Ne? Es hat mich fast... Ich habe mich fast auf den Arsch gesetzt. Es war so, dieses Ganze, was um mich rum war, diese alten Häuser, diese traditionellen japanischen Häuser und so, das wurde auf einmal alles zur Kulisse. War alles, war nur noch dieser Berg da. Ne? Und dann bin ich losgelaufen, so um einen schönen Blick auf diesen Berg zu kriegen und mit dem Berg allein zu sein. Ne? So. Und dann bin ich zu so einem See gekommen, dann bin ich um den See rumgelaufen, damit ich sehe, wie der Berg sich im See spiegelt. Und damit habe ich den ganzen Tag verbracht. Und dann habe ich den Weg zurückgesucht zu meiner Herberge und da war der Berg immer noch. Und dann war ich in meinem Zimmer, gucke aus dem Fenster, da ist dieser Fuji direkt vor mir. Ne? So. Es war unglaublich. Ich habe natürlich 1000 Fotos gemacht und dann musste ich zurück nach Kyoto, weil die anderen ankamen und das Festival losging. Und dann habe ich mir eine Strecke gesucht, wie ich da zurückkomme, auch mit ein paar Mal umsteigen. Und ich habe auf dem einen Bahnhof die Kamera und sämtliche Filme liegen lassen. Oh Gott, das ist ja das Schlimmste. Nee, heute sage ich mir, das war alles so richtig. Das war alles genau so richtig. Ich musste den Zug verpassen und auch den Bus, damit ich zur Ruhe komme, damit ich mir Zeit nehme, damit ich nicht das abhake wie irgendeine Touristenattraktion, sondern damit ich verstehe, damit ich... Und das war für mich ein unglaubliches Erlebnis. Krass. Es ist auch schön zu sehen, wie du über Japan dann sehr schnell ins Plaudern kommst. Ja. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Es, das scheint ja wirklich eine sehr glückliche Aneinanderkettung von guten Ereignissen gewesen zu sein. Ja. Mhm. Mhm. Und
diese Truppe, die ich da mehr oder weniger, wo ich durch Zufall drauf gestoßen bin, ne? Mhm. Weil ich da, wo ich eigentlich hin wollte, niemanden erreicht habe, hat sich dann herausgestellt, dass wirklich ist die beste Truppe gewesen, die man in Deutschland in der Richtung hätte finden können. Mhm. Also jedenfalls, die am meisten das bietet, was ich gesucht habe. Also diese, auch der, es gibt ja da auch verschiedene Stilrichtungen und die haben eben den klarsten Stil, auch den schnörkellosesten, direktesten. Und der Meister, der dann kam aus Japan zu den Lehrgängen, das ist so eine faszinierende Persönlichkeit. Der ist 94 und ist immer noch aktiv. Und er ist ein wirklicher Meister und ein Mensch mit einer Ausstrahlung in Tokio, ne? Also wo dieser Moloch, wo tausende Menschen, also du musst dir vorstellen, wie Berlin hoch drei, ne? Tausende Menschen aneinander, in verschiedenen Ebenen übereinander, auch aneinander vorbeiströmen und so. Du gehst mit dem auf der Straße lang, kommst vom Training mit ihm zusammen und die Leute verbeugen sich auf der Straße vor ihm, weil der so eine Aura hat, ne? Die verbeugen sich und machen Platz und der geht einfach durch, ist ganz, eigentlich ein ganz freundlicher alter Herr. Ja, die Japaner sehen das. Mit den Puppenspielleuten hast du auch dein Theater dann aufgemacht? Oder das, also das, oder ist das, ich habe das nur ein bisschen gesehen, dass es das Theater Helm gibt. Ja, das war eigentlich ein Freundschaftsdienst von dieser Puppenspielerin. Die hat mir irgendwie was zurückgegeben oder so. Also als es bei mir hier so im Synchron immer weniger wurde, sagte sie irgendwann, willst du nicht spielen? Ich habe ein Theater und ich bin ganz viel auf Tourneen, dann ist das Theater leer. Nutzt es doch. Dann habe ich gedacht, ja klar, aber jetzt nun mal als Puppentheater etabliert, dann musst du Puppentheater machen. Ja. So war das eigentlich. Und meine Frau ist Buchhändlerin und leitet da die Kinderbuchabteilung bei Dussmann. Ja, da haben wir uns dann gemeinsam auf die Suche nach Stoffen gemacht und dann haben wir ein Kinderbuch gefunden, wo wir dachten, das könnte klappen und dann haben wir ein Stück draus gemacht und eine Inszenierung. Schön. Bevor wir jetzt gleich noch zu deinem Text kommen, gibt es denn etwas, was du noch unbedingt machen willst, was noch offen ist auf irgendeiner Liste? So ein paar Sachen scheint mir, hast du ja auch schon einfach erreicht. Unwahrscheinlich nach Japan zu kommen, es hat trotzdem geklappt. Man hat das irgendwie Regie führen dürfen. Ja, in Japan war ich mehrfach und beim ersten Mal war ich ja nicht mit dem Schwert in Japan, sondern mit den Puppen. Und ich war dann auch noch als Jaiduka in Japan. Habe auch da sehr intensiv trainiert, 6 Wochen lang jeden Tag trainiert. Und habe sogar dann auch an einem so öffentlichen Leistungsvergleich teilgenommen da. Und ja. Und habe eigentlich dort eine zweite Familie gefunden, kann man sagen. Also einer dieser Schwertmeister, der hat mich so in seine Familie aufgenommen, dass ich eigentlich dazu gehört habe. Und das ist schon toll. Und das ist auch nicht so kommt nicht so häufig vor in Japan, dass die Leute einen in ihr eigenes Zuhause einladen. Ja, der hat außerhalb von Tokio in so einem kleinen Ort, so ein Fischerort, hat der ein eigenes Dojo. Also er hat ein traditionelles kleines Haus und da, wo andere Leute ihre Garage haben, hat der seine Trainingshalle. Ja, und da wusste ich, wo der Schlüssel liegt und ich durfte jederzeit da rein, auch ohne Lehrer. Und ja, das war toll.
Aber das ist ja etwas, was du schon gemacht hast, aber gibt es noch was, was für dich offen ist als Wunsch? Ja, also ich habe ja in viele Sachen auch für mein Gefühl eher nur so reingeschnuppert. Also ich habe auch schon mal ein bisschen Synchronregie gemacht. Oder so. Also ich hab schon öfter bei verschiedenen Firmen das angesagt, das ich gern machen würde. Und ich habe viele Kollegen, die immer wieder sagen, Gunnar, du musst Regie machen. Ich sage, ja, ich weiß, aber ich habe es vorhin schon angedeutet, ich habe das nicht gelernt, mich selbst zu vermarkten. Das, und das geht mir völlig ab. Ich kann das nicht. Ich komme mir vor wie ein Bettler und verliere dabei die Selbstachtung. Ich kriege ein Kloß im Hals und Panikattacken, wenn ich in so ein Aufnahmeleiterzimmer komme und sage, hallo, ich wollte mich nochmal in Erinnerung bringen, dann komme ich mir richtig unangenehm für dich auf jeden Fall. Ich komme mir ziemlich wertlos vor, ja. Ja. Das heißt, das wäre, wenn es passieren würde, noch auf dem Zettel. Und was würde passieren, das ist wirklich das Letzte, was ich frage, was würde denn passieren, wenn es auch nicht die Not gäbe, an Geld zu kommen, weil auf dem Konto, das Konto erlaubt ungefähr alles, würde sich für dich was ändern? Es würde sich wahrscheinlich an meiner persönlichen Lebenseinstellung ein bisschen was ändern, weil dieser finanzielle Druck schon sehr auf mir lastet. Aber ich würde trotzdem nicht weniger arbeiten, also weil ich liebe eigentlich alles, was ich mache. Nur leider sind viele der Dinge, die ich liebe und denen ich meine Zeit widme, bringen kein Geld ein. Also wenn ich Jaido unterrichte, kriege ich keinen Cent dafür. An der Schauspielschule, das ist ein symbolisches Honorar, kann man nicht anders sagen. Also davon kann man nicht leben. Und viele Theaterprojekte, die ich mache, genauso. Wirklich das Einzige, wenn ich es denn regelmäßig tun könnte, ist das Synchron, was mich ernähren würde. Und im Moment ist es über große Strecken so, dass meine Frau uns ernähren muss. Das war lange Zeit anders. Also ich habe wirklich über viele Jahre sehr gut verdient und Zeiten haben sich da ein bisschen geändert. Ja, und dieser Druck ist durchaus zu spüren bei sehr vielen Kolleginnen, dass man doch gerade dieses sich in Erinnerung rufen, Dasein, da auch durch den hohen Produktionsdruck, den es ja auch noch von den Firmen aus gibt, dass man da eine gewisse Austauschbarkeit auch... Diesen Luxus zu sagen, nö, das interessiert mich nicht, das kann ich mir heute kaum noch vorstellen. Wenn ich was angeboten kriege, dann, also es sei denn, es widerstrebt mir so, weil es meinen Überzeugungen extrem widerspricht, dann sage ich auch schon mal nein. Also auch zum Beispiel, wenn ich eine Bewerbung angeboten kriege für ein Produkt, für das ich nicht stehe oder nicht stehen kann oder wo die Art der Werbung mir zuwider ist, dann sage ich nein, natürlich. Da ist mir egal, wie viel Geld mir da durch die Lappen geht. Aber bei einem Synchron kann ich mir kaum vorstellen, dass mir da irgendwas angeboten wird, wo ich dann sage, nee, sowas mache ich nicht. Ja, okay. Wenn wir beim Synchron sind, das geht ja um Stimme, jetzt gebe ich mal eine ganz verquere Überleitung, aber du hast einen Text dabei. Ja. Beziehungsweise, ja. Dann würde ich nämlich gern deiner Stimme folgen durch den Text. Okay. Ist das okay für dich? Ja. Du hast ihn dabei und erzähl doch einmal, was das ist. Das ist eine japanische Geschichte. Ja. Wir sind ja heute in Japan. Ich meine, für mich, habe auch noch andere Themen, auch wenn es heute nicht so klingen mag. Aber Japan ist schon für mich, für mein Leben schon sehr wichtig. Ja. Und dementsprechend habe ich auch viel japanische Literatur gelesen. Und es gibt einen Autoren, der in Deutschland nicht so populär ist. Von dem ist gerade wieder ein Roman erschienen.
Und ich habe mich mal erkundigt, also soviel ich weiß, gibt es noch keine Hörbuchfassung oder sowas. Ja. Insofern ist es ganz interessant. Also oft, wenn ich denke, ach, das würde ich gern lesen oder so, und recherchiere ich dann, ach, hat schon der gemacht. Ne? Ist dann immer ein bisschen traurig, aber na, ist sowieso, ist das so ein, ja, doch fern der Realität, davon auszugehen, dass man dann so einen Wunsch erfüllt kriegt. Aber dieses, wie gesagt, das ist noch weitestgehend unbekannt. Ich finde es aber sehr schön, weil diese Hauptfigur ist eigentlich ein Taschendieb. Mhm. Aber ist eben ein japanischer Taschendieb. Und wie die Japaner eben so sind, so ganz typisch, wenn sie was machen, dann machen sie es richtig. Also sie versuchen es in Perfektion zu machen. Ja. Also in Japan, muss man dazu sagen, ist die Kriminalitätsrate sehr gering. Und die Leute haben dementsprechend ein sehr großes Grundvertrauen und sind dadurch wahrscheinlich auch leichter zu beklauen als woanders. Und in dieser Geschichte, das ist was ich mag, also wenn ich was lesen würde, würde ich das immer bevorzugen, ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Mhm. Das ist natürlich zum Lesen besonders schön. Und dieser kleine perfektionistische Taschendieb wird benutzt von der Yakuza, also von Yakuza. Mhm. Und gerät da in einen politischen Auftragsmord. Also die benutzen da so ein paar Kleinkriminelle, um von sich selbst abzulenken, sozusagen. Und natürlich muss der danach beseitigt werden. Mhm. Und wie jetzt dieser kleine Dieb damit umgeht, das ist eigentlich diese Geschichte. Mhm. Gut. Schön. Ja, ich könnte mal den Anfang lesen, einfach mal, um so ein bisschen... Wie heißt denn das Buch und wie heißt der Autor? Der Autor heißt Fuminori Nakamura. Mhm. Und das Buch heißt Der Dieb. Mhm. Gibt, ich glaube, einen neueren Roman, der heißt Der Revolver, glaube ich. Mhm. Und also, ich vermute mal, dass man auf den noch aufmerksam wird. Und du liest davon den Anfang, das finde ich gut. Ja, ich würde nicht so gern viel spoilern, sondern ja, ich finde immer interessant, wie man in so eine Geschichte reinkommt. Ja, richtig. Ich lehne mich komplett zurück, mach die Augen gut. Ich versuche mal auch, mich zurückzulehnen. Ja. Die Augen nicht zuzumachen. Das wäre von vorne. Gut. Als ich noch klein war, habe ich es oft vermasselt. In belebten Läden oder bei Leuten zu Hause glitten mir die heimlich geschnappten Dinge gern aus den Fingern. Sie fühlten sich an wie Fremdkörper, die nicht in meine Hand passen wollten. Die Fremdkörper zitterten leicht, machten sich selbstständig und so wie ich das spürte, fielen sie auch schon zu Boden. Jede einzelne Stelle, die nicht berührt werden sollte, schien mich abzustoßen. In der Ferne war dann stets der Turm. Nur eine Silhouette im Nebel schwebend, als wär's ein Tagtraum aus alter Zeit. Aber jetzt passieren mir solche Fehler nicht mehr und natürlich sehe ich auch den Turm nicht mehr. Vor mir ging ein Mann mittleren Alters mit schwarzem Mantel und silberfarbenem Aktenkoffer in der rechten Hand Richtung Bahnsteig. Unter den Passanten in meiner Nähe fiel er sofort auf. Der Mantel war von Brunello Cucinelli, ebenso der Anzug. Die wahrscheinlich maßgefertigten Berluti-Schuhe aus feinem Leder zeigten nicht den kleinsten Kratzer. Ungeniert stellte dieser Mann seinen Wohlstand zur Schau. Die silberne, am linken Handgelenk unter der Manschette hervorblitzende Uhr war eine Rolex Datejust. Nicht gewohnt, allein mit dem Shinkansen zu reisen, bereitete ihm der Kauf einer Fahrkarte sichtlich Mühe. Der Mann beugte sich vor, seine Finger krabbelten wie ein fetter, feister Käfer suchend über den Automaten.
Da bemerkte ich sie in seiner linken Manteltasche. In sicherem Abstand zu ihm fuhr ich die Rolltreppe hoch, ging gemächlich zu der Reihe, in der er wartete, und stellte mich mit einer Zeitung hinter ihn. Mein Herz begann schneller zu schlagen. Ich wusste genau, wo die Überwachungskameras installiert waren. Da ich nur eine Karte für den Bahnsteig gelöst hatte, musste es vollbracht sein, bevor er in den Zug stieg. Mit meinem Rücken, die Sicht von rechts verdeckend, faltete ich die Zeitung, nahm sie in die linke Hand, senkte sie langsam, um das Geschehen abzuschirmen, und ließ Zeige- und Mittelfinger meiner rechten Hand in seine Manteltasche gleiten. Flüchtig nahm ich den Reflex von Neonlicht auf dem schimmernden Manschettenknopf seines Ärmels wahr. Ich holte langsam Luft, hielt den Atem an, klemmte den Rand der Brieftasche zwischen die Finger, zog. Ein Schauer durchfuhr mich von den Fingerspitzen bis zur Schulter. Angenehme Wärme breitete sich in meinem Körper aus. Obwohl viele Menschen um mich herum standen, war im Wirrwarr der sich kreuzenden Blicke kein Auge auf mich gerichtet. Ich schien wie Luft für sie zu sein. Die Spannung in den Fingern durfte jetzt nicht nachlassen. Ich barg die Brieftasche in der Falte der Zeitung, nahm diese in die rechte Hand und steckte sie in die Innentasche meines Mantels. Langsam atmete ich aus. Während ich spürte, wie meine Körpertemperatur weiter anstieg, beobachtete ich aus den Augenwinkeln die Umgebung. Das elektrisierende Gefühl beim Berühren des verbotenen Objekts, die Benommenheit nach dem Eindringen in die Privatsphäre einer fremden Person waren noch immer da. Kleine Schweißperlen rannen mir den Nacken hinunter. Ich holte das Handy aus der Tasche und tat beim Weggehen so, als würde ich Mails checken. Hi. Das war schön, das ist abgefahren, wie die Zeit gedehnt wird bis ins Unendliche. Ja, weil es folgt dann noch ein, wo er eigentlich schon praktisch das Erfolgserlebnis hat und die Befriedigung, dann aus dem Augenwinkel noch die nächste Chance, die er dann auch noch ergreifen muss. Und dann auf ganz andere Art nochmal sehr perfektionistisch beschrieben. Einfach um die Figur einzuführen als jemand, der genau weiß, was er tut. Mhm. Und das trainiert hat bis zum geht nicht mehr. Und ja, also. Und es ist was sehr Sinnliches, bekommt er jetzt schon hier so am Anfang. Ja, ja. Ja. Wahnsinn. Schön. Weißt du was, wir machen jetzt das Mikrofon aus. Mhm. So eine Flasche habe ich nochmal da. Entweder nimmst du mit nach Hause, wir trinken jetzt nochmal weiter. Ja. Aber dann machen wir hier einfach einmal einen Schluss für hier. Wir können aber das waren Gunnar Helms Geschichten. Danke, ich hoffe, du hältst es noch in dieser besonderen Zeit etwas aus. Wir tauchen nun langsam wieder aus der Isolation auf und freuen uns, dass du die Hörgestalten hörst. Wenn sie dir gefallen, abonniere doch unseren Kanal Hörgestalten. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du wieder vorbei oder auch die alten Folgen noch einmal nachhörst. Du findest uns bei iTunes bzw. Apple Podcasts, Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Kritik, eine Idee oder vielleicht auch loblos werden möchtest, dann schreib uns doch eine Nachricht an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Und diese ganzen Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. Und die Musik kommt von Valentin Röwenstrunk. Im Podcast-Kanal Lauscher Lounge Hörbuch findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels Lauscher Lounge, aber nur für eine bestimmte Zeit. Und auch die Episoden unserer Kollegen von Texte von gestern sind nach wie vor äußerst empfehlenswert. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Also, ahoi, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten.